diese Politiker, auch die, die dicke Autos fahren und alles von unserem Geld und alle Steuergelder und alles, müssen die so dicke Autos fahren? Ja, mein Lieber, wir sehen Sprit schon fast bei 2,50. Wie fühlt sich das an? Ja, beschissen. Sehr beschissen. Wenn man auf das Auto angewiesen ist, jeden Tag nach der Arbeit fahren muss, fast 40 Kilometer hin und 40 Kilometer wieder zurück. Ich kann das Auto nur für die Arbeit nehmen, privat gar nicht mehr. Ich bringe es Freitag in der Garage und dann bleibt das stehen das ganze Wochenende. Was man ja früher nie gemacht hat, da ist man ja irgendwo mal, so wie jetzt Wetter ist, dass man mal rausfährt oder sowas, ne? Kann man nicht mehr machen, ist vorbei. Und ich bin am Überlegen, ob ich das Auto ganz stehen lasse und mit der Bahn fahren muss. Ich zahlst du jetzt so an der Tankfüllung? Wenn er ganz wird, ich habe den Skoda Fabia, da geht auch 45, 46 Liter rein. Ja, also wenn ich mit die Preise, ich tanke immer so für 30 Euro, 40 Euro. Hm. Also ja, geht gar nicht, ne? Ich gehe mal davon aus, ich komme an die 70, 80 Euro dran, wenn der ganz voll gemacht ist. Ist dir bewusst, was der Liter kosten würde, wenn da nicht so viel Steuern drauf wären? Ja, dann wäre, glaube ich, etwas weniger, ne? Etwas ist gut, bei einem Euro würde er dann stehen. Ja, toll. Ist das gerecht? Ja. Ich weiß nicht, was ich darf. Gerecht, ja. Die sollen, irgendwas müssen die sich einfallen lassen. Entweder machen sie die Steuern runter oder sowas, ne? Ja. Auf jeden Fall. Der frühere Bundespräsident Gauck, der hat sich was einfallen lassen. Der hat nämlich gesagt, wir können für die Freiheit ruhig mal ein bisschen vieren und 2 Jahre auf unser Lebensglück verzichten. Was sagst du so in der Aussage eines Politikers, der 20.000 Euro Pension im Monat bekommt? Ja, toll. Ich sag mir, die sollen sich mal lieber an ihre eigene Nase packen. Vor allen Dingen, was ich mal erfahren habe über Internet, dass diese Politiker auch die dicke Autos fahren und alles von unserem Geld und alle Steuergelder und alles. Müssen die so dicke Autos fahren? Müssen die das? Können die nicht so einen kleinen VW fahren oder so ein Up oder sowas? Geht das nicht? Ah, das ist so. Wir sollen auf Deutsch gesagt alles auf alles verzichten. Ich muss jetzt alles auch runterfahren. Hier, die erstmal, das wegen die Spritpreise, das wegen die Heizkosten müssen runtergehen. Ich muss den Ofen runterdrehen, bin auch ein bisschen am Frieren oder ich mache den Ofen ganz aus. Weil sie ja schon gesagt haben, die Energiepreise hier mit Gas, ich muss mit Gas heizen, mit so einem Weilandofen in der Küche, der mit die Flamme, ne? Der macht nur die Heizkörper warm. Ne? Also was macht man, so wie das schon gesagt worden ist, wenn das da so, und das wird noch schlimmer werden, so wie sie wohl gesagt haben. Ne?